Da war ich also, Benjamin Bosch. Und für meine Kleidung gab es einen Grund. Keine Bewegung! Für dein Verbrechen wirst du sterben. Eine Kugel ist fast schon zu schade für dich. Sprich dein letztes Gebet! Gib mir Herrgott doch mal! Jesus Maria! Das ist für ein Buch. Der Bosch ist ein Perverser! Fangen wir lieber von vorne an. Ich war nicht pervers. Komm, Mami. Ich war verliebt. Ja. In Bella. Und ich hatte genau das Richtige für ihr junges Lektorenherz. Ich mach schon rum. Frau und die Cargos? Entschuldigung, mein Rissen. Ja, einen Moment bitte. Hallo Benjamin. Hi. Darf ich mich setzen? Klar. Du wegen deiner Kurse. Hast du die gelesen? Ja. Wiedersehen. Oder auch nicht. Warte, gehofft, mein Tigeroni gefällt dir. Ich stehe einfach mehr auf Psychothriller. Aber hey, meiner Schwester hat dein Tigatoni gefallen. Und da schien alles klar zu sein. Ich kann einen Psychothriller schreiben, der nicht verlegt wird. Nichts ist unmöglich. Bosch! Frau Cargos, Chefin vom Dienst und fleischgewordener Psychothriller. Machst du jetzt einen auf Schriftsteller oder was? Frau Cargos, hin oder her. Mein neues Ziel war klar. Ich schreibe einen Psychothriller. Auch wenn die passende Idee noch fehlte. Ich kann das nicht gewesen sein. Es war der andere. Der andere. Der in mir. Ja, mein zweites Ich. Ich kenne den Toten im Busch gar nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich war es nicht. Ich war mit Eddie im Pub. Da ist kein Toter im Busch. Hi Annika. Hi Ben. Ist das ein Spiel? Nein, ich schreibe einen Roman. Und das Spiel hat ein paar Szenen durch. Das machen Autoren so. Ich mag dein Tigatoni. Ja, deine Schwester leider nicht so. Und trotzdem musst du sterben. Bitte nicht. Ich hab Familie. Oh, ich bin getroffen. Ich sterbe. Schon Fasching? Nein, ich mach das für, Das ist für seinen Roman. Ach, du spielst deine Geschichten durch. Ja. Da bin ich ja gespannt. Annika, Essen ist fertig. Kommst du? Magst du mitkommen? Gerne, aber ich kann nicht leider. Tut mir leid. Aber danke fürs Sterben. Lass dich von meiner Killerschwester nicht unterkriegen. Ciao.
Da kam mir die Idee. Die nächsten Wochen schrieb ich wie ein Wahnsinniger die Geschichte eines kleinen Mädchens, das zur Profikillerin ausgebildet wird. Klar, dass da nicht viel Zeit fürs Backen blieb. Ich schrieb in jeder Lebenslage. Auch wenn's mal brenzlig wurde. Dann war das Meisterwerk vollendet. Ich sah es schon deutlich vor mir, die Auftragskillerin in den Buchläden. Und ich Hand in Hand mit Bella. So kann ich das meinem Chef nicht vorlegen. Und warum nicht? Die Prämisse ist gut. Die Plotstruktur hat auch Potenzial. Aber es fehlt die Authentizität. Die was? Ich glaubte das mit dem Mädchen nicht. Und die Morde auch nicht. Das ging zwar nach hinten los, aber ich wusste nun, was mir fehlte. Wer über ein Mädchen schreiben will? Der Bosch ist ein Perverser! Pervers war ich nicht, aber etwas in Erklärungsnot. Woche zu Woche weniger. Das geht so nicht, Frau Schneider. Wann liegt denn das? Hey. Hallo. Dort ist recht. Mit der Authentizität. Ich werde das alles überarbeiten und eigene Erfahrungen reinbringen. Manche Autoren brauchen bis zu 30 Fassungen. Naja, ich denke, ich kriege die schneller gebacken. Das Geheimnis guter Geschichten liegt mehr in der Transpiration als in der Inspiration. Hallo, das ist ein Überfall. Was ist denn das da? So eine Sauerei! Was ist das denn jetzt? Ach, dieser Rotzgöre sollte mal ein paar hinter die Löffel geben. Also die Erziehung meiner Schwester geht sie nun wirklich nichts an. Euch Bergmann-Töchtern fehlen die Eltern, die euch die Leviten lesen. Bella? Keine Zucht und Ordnung. Ihr habt gerade die Stammkundin verloren. Bella, warte. Bosch, bitte. Denken Sie, Sie haben Chancen bei der? Wieso denn nicht? Das ist ein Mädchen mit Bildung. Ja, glauben Sie, die fängt etwas mit einem Bäckerjungen an? Unsere Brezen haben mehr Hirn als Sie. Frau Kargus, also... Und wenn ich Sie noch einmal in einem Rock erwische, dann können Sie Ihre Sachen packen und gehen! Frau Schneider, das ist kein Trinkgeld. Das wird alles ganz normal verbucht. Ja, Frau Kargus. Damit war sie zu weit gegangen. Und da ich sowieso einen authentischen Mord brauchte? Vor jedem Ruhetag ließ Frau Kargus ihren Putzfimmel an der Backstube aus. Das wollte ich mir zunutze machen. Für Bella wollte ich es durchziehen. Sie hätte es zwar verdient, aber ich konnte ihr einfach nichts antun. Sie hatte da weniger Skrupel. Ich zeig's dir! Du kriegst es jetzt!
Frau Kargus? Herzstillstand! Beatmung und Bitte vorbereiten. Schaffen? Wenn sie schafft, hat sie ihnen zu verdanken. Nun sah es so aus, als hätte ich Frau Kargus kalt gemacht. Und das ganz anders als geplant. Ein Trost war das natürlich nicht. Dir hat es an nichts gefehlt. Du durftest in meinem Haus wohnen. Ist das deine Dankbarkeit? Benjamin, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Kann ich dir irgendwie helfen? Es ist alles deine Schuld. Bitte? Ohne deine blöde Authentizität wäre sie noch da. Benjamin. Ohne Annika setze ich heute noch im Kompost. Da hätte ich schön was verpasst. Ich übernehme jetzt die Filialleitung. Das heißt, Frau Kargus ist tot? Das könnte dir so passen! Frau Kargus! Sie leben! Bleib ja, wo du bist! So sind sie mir noch am liebsten. Benjamin, mach der Romy nicht so viel Ärger wie mir. Ohne mich steht der Laden keine 4 Wochen mehr. Alles Gute. Sie hat Gedächtnislücken seit dem Infarkt und will in Rente gehen. Naja, dann hat das ja eigentlich auch was Gutes. Du wirst sehen, jetzt weht ein frischer Wind durch den Laden. Und da fiel mir Bella wieder ein. Hallo? Hi Bella, ich bin's, Benjamin. Ich wollte mich entschuldigen, wegen neulich. Ich war einfach irgendwie durcheinander. Schon gut. Hey, aber wenn du willst, die Kargus ist jetzt weg. Die ist jetzt in Rente gegangen. Eigentlich gehe ich jetzt woanders hin. Aber ich wollte dich... Ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine Zeit und muss auch weiter. Bis dann. Ciao. Ciao. Das konnte auch kein Psychothriller richten. Aber Annika hatte noch was gut bei mir. Hey. Komm, wir spielen. Ich bin nicht gut darin. Ach, wir trainieren einfach. Was ist denn los? Papa hat auch immer mit mir Ball gespielt. Aber dann ist er... Tut mir leid,
weiß nicht mehr warum, aber ich spürte genau, was ich tun konnte. Eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das zu seinen Vater verliert, dafür aber einen besten Freund gewinnt. Und diesmal wollte ich es richtig machen. Annika ist nett, spielt, befangen, witzig, knuddelig. Sie ist hilfsbereit und sie ist immer da, wenn man sie braucht. Ich spürte, dass ich Annika damit eine Freude machen konnte. Und ich musste nicht erst pervers sein, um diese Geschichte zu schreiben. Die neue Geschichte sollte ein echtes Meisterwerk werden. Ich hatte erkannt, Authentizität ist die Marmelade im Krapfen und nicht in der Salzbrezel. Und das Beste sollte noch kommen. Bella. Annika hat gestern keine Ruhe mehr gegeben. Ich musste ihr zum Einschlafen daraus vorlesen. Das ist genial! Wieso stellst du dich denn immer so an, wenn du sowas schreiben kannst? Ich, das ist wegen der Stoffhexe. Nee, das ist wegen deinem Vater. Nein, ich meine, das ist einfach... Naja. Manchmal reicht einfach doch die Inspiration. Als ich Annika nicht ins Heim geben wollte, warst du der Einzige, der mich unterstützt hat. Gibt's vielleicht etwas, wozu ich dich inspiriere? Jetzt oder nie, Bäckerlehrling. Vielleicht Kino und danach Essen? Eigentlich sollte nun kommen und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Eigentlich. Die Hubers holen um 11 ihr Zeug. Blamier mich nicht wieder und langweil sie bloß nicht mit deinen Anekdoten. Am besten ist, du bleibst in der Backstube und Annika geht da runter, du nervst. Um Gottes Willen, das glaube ich ja jetzt nicht. 100.000 Mal habe ich dir gesagt, dass diese Rosen nicht auf den Kuchen gehören. Manchmal glaube ich wirklich, dass dein Brotteig mehr Hirn hat als du. So viel zur Authentizität. Thank you.
Leg das zurück. Okay, Schatz.